war ein flotter Finger. Der Schuli. Interessanterweise, je mehr Trichteraufnahme, umso schneller sind die Finger. Das war auch ein aufrechtes Klavier. Ja. So, nun sind wir schon am Schluss unseres Programmes angekommen. Ja, ja. Wir bedanken uns bei Ihnen, liebes Publikum, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind, trotz der ersten Sonnenstrahlen, die uns dieses Jahr hier beschert hat. Und Ihre Geduld, dass Sie gelauscht haben, wie wir musiziert haben und wie Herr Gosmann aus seinem Leben erzählt hat. Und nun beglücken wir Sie noch mit zwei Live-Musikstücken. Einmal nochmal Tatjana Faber. La Paloma. La Paloma. Oh ja. Und das zweite Stück darf ich noch nicht ansagen, das kommt später. Ja, das war ja... Entschuldigung. Applaus. Ja. Bei der letzten Veranstaltung, das war in sich so stimmig und Herr Hess war auch sehr glücklich, was ich gerne in Erinnerung behalte, haben wir auch das gespielt, das Lied, was alle Menschen auf der Welt kennen und auch singen, klatschen, auf unterschiedlichsten Instrumenten spielen. Und ich habe dann als Zusammenstellung genommen, weil das eine hervorragende Aufnahme ist, das Stück, was alle Zigeunerkapellen auf der Welt als Zugabe spielen, nämlich die Walz Trist von Franz von Wetschey. Das gibt es heute nicht, aber Sie können Ihre Zugabe wählen. Thank you.